Hallo, ich begrüße Sie zu einem Video. Das ist der Zusammenschnitt meiner Eindrücke bei dem Besuch in Berlin, Kongress der Union im Reichstagsgebäude auf der Fraktionsebene. Dass ich das zusammenschneiden konnte oder kann, das liegt daran, wie es erhofft ist für die freien Bildungsmaterialien, ist dieses Video, diese beiden Videos mit einer CC-Lizenz, Creative Commons Lizenz, freigegeben. Man darf sie bearbeiten und das sollte überall gute Praxis werden. Damit man nicht denkt, ich bin hier einseitig, ich war am gleichen Tag auch bei der SPD im Paul-Löbe-Haus und dort habe ich auch ein Video gemacht. So, jetzt zu dem Zusammenschnitt, über 3 Stunden hier in paar Minuten zusammenzufassen, das habe ich gemacht, damit meine Ansprechpartner, mit denen ich in den nächsten Wochen zu tun habe, wissen, wie ist der Meinungsbildungsprozess bei den Abgeordneten oder wie nehmen sie Kontakt auf mit Unternehmern. Das, was ich hier als erstes Video zeige, das ist ein kurzer Redeausschnitt vom Staatssekretär Müller. Und dass auch das Ministerium seit der Föderalismusreform 2006 sich stärker fokussiert hat auf die berufliche Bildung, weil der Bund dafür auch die Zuständigkeit hat und dass wir aber ansonsten nach der Föderalismusreform natürlich auch gemeinsame Aktivitäten im Rahmen von Bund-Länder-Vereinbarungen mit den Ländern auch aufgenommen haben. Der Hinweis ist deswegen auch wichtig, weil wir nun auch hier einmal feststellen, dass die Zuständigkeiten in Deutschland ganz klar verteilt sind und dass es eine nationale Strategie eben erst dann geben kann, wenn alle Länder das gemeinsam vereinbaren und der Bund hier Impulse setzen kann, wenn die Länder dann auch dem zustimmen. Die duale Bildung ist Sache, die vom Bund und den Handelskammern organisiert wird. Das ist also günstiger für solche Dinge als die Kompetenzvielfalt bei der Schulbildung. Das nächste Video, das zeigt, dass eben solche digitale Bildung, wie sie gefordert ist, Glückssache ist. Der Schulleiter aus Arnsberg, der Dr. Pallack, der ist für seine Schüler, die digitale Interessen haben, digitale Bildung haben wollen, sicherlich ein Glücksfall. Es wird ein paar Schulen geben, die Ähnliches anbieten, aber leider wird es noch so sein, dass eben in vielen Schulen die Lehrer noch nicht die Möglichkeit haben, vielleicht weil sie nicht so ausgebildet wurden, entsprechend zu handeln, wie er es hier auch für seine Schule beschreibt. Was für Medienarten werden heute im Unterricht eingesetzt, um bestimmte Kompetenzen zu vermitteln? Werden diese Medienarten auch in 5 Jahren noch aktuell sein? Ich glaube, eine Textverarbeitung, die wird nicht abgeschafft werden. Deswegen ist das etwas, was in so ein Curriculum entsprechend passen könnte. Und auf der anderen Seite aber auch ganz klipp und klar betonen, über welche Basiskompetenzen müssen Schülerinnen und Schüler verfügen, wenn sie die Schule verlassen. Mich graust es, dass wir heute noch darüber sprechen müssen, ob jemand, der Abitur bekommt, einen Reitsatz kann. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass Basiskompetenzen, die im Leben benötigt werden, ich habe da selber auch gearbeitet in den letzten Jahren, tatsächlich auch entsprechend vermittelt werden. Das Gleiche gilt für den Bereich natürlich des Schreibens, des Rechnens und auch für andere Basiskompetenzen, die benötigt werden, aber eben auch für digitale Kompetenzen. Das heißt also den Umgang, die Offenheit mit digitalen Medien, mit Blick auf die Zukunft im Berufsfeld und dem lebenslangen Lernen. Schaue ich gerade nochmal? Ja, Punkt. Von der Initiative D21 war die Frau Lena Sophie Müller hier bei der CDU. Ich habe sie später auch bei den offenen Bildungsmedien bei der SPD gesehen. Sie führte den Begriff Hosentaschenpotenzial ein, der dann auch später vom Dr. Pallack übernommen wurde. Das ist also eine interessante Sache unter dem Aspekt Bring Your Own Device. Man kann mit den meisten Smartphones mittlerweile sehr ordentliche Videos machen und wenn man dann noch in der Lage ist, das zu kommentieren, zu schneiden oder in einen Kontext zu bringen, dann ist das sicherlich unter didaktischen Aspekten sehr zu begrüßen. Ich glaube, was alle Mitgliedsunternehmen gemein haben, ist, dass man eigentlich erkannt hat, dass Digitalisierung bringt eine Veränderung in allen Branchen, auch im Schulbereich. Es bietet enorme Chancen und gerade im Schulbereich nutzen wir die aktuell noch nicht so, wie wir könnten.
Ich glaube, dass gemein ist, dass gesehen wird, dass Digitalisierung und Digitalkompetenzen heute auch eine Frage der Teilnahme an der Gesellschaft, an der Wirtschaft, an Arbeitsmarkt ist. Und dass es bisher einfach so noch nicht gegeben ist. Und meine ganz persönliche Meinung, um die vielleicht noch mit einzubringen, ist, dass ich diese Diskussion sehr positiv aufnehme, dass wir vermehrt über digitalisierte oder Bildung in der digitalisierten Welt, digitale Bildung sprechen, aber es irgendwie noch nicht so richtig schnell genug geht. Und dann finde ich es immer wunderbar, wenn so jemand wie Herr Pallack hier auf dem Podium ist, der einfach zeigt, man muss es einfach machen. Ich glaube, man muss auch das Hosentaschenpotenzial der Jugend nutzen. Unsere Studien zeigen, die haben alle mittlerweile Smartphones oder Zugang zu Tablets. Und nur mal, um zu zeigen, dass das wirklich ein Gesellschaftsthema ist. Wir untersuchen ja auch immer, wer ist eigentlich schon online, wer ist offline in der Gesellschaft. Und die Menschen, die in Deutschland offline sind, was immer noch so ein gutes Drittel ist, selbst die sagen zu 46%, digitale Medien müssen integraler Bestandteil der Unterrichtsfächer sein. Also selbst da, bei den Menschen, die es selber nicht nutzen, die sehen die Notwendigkeit, dass wir das endlich in die Schulen bringen. Und da kann ich nur für plädieren, dass das nicht mehr eine Glückssache bleibt. Herr Dr. Pallack noch als Ergänzung, ganz kurz. Ja, nur ganz kurzer Kommentar dazu. Das ist, wie haben Sie das genannt, Hosentaschen? Potenzial. Hosentaschenpotenzial, wunderbar. Also, was ich ganz spannend fände, wenn wir unseren Schülerinnen und Schülern, in Jahrgangsstufe 7 fangen wir damit an, ganz systematisch klar machen, was man mit diesen Geräten eigentlich machen kann, dann sind die zum Teil überrascht. Haben die aber schon seit 2 Jahren in der Hosentasche. Also, wie man diese Geräte für das Lernen nutzen kann, ist erstmal ein didaktischer Aspekt, das ist aber ein sozialer Aspekt. Das ist ein Kommunikationsmedium erstmal für die Schüler und nichts anderes. So, und wenn die anfangen, das beispielsweise jetzt einzusetzen im Unterricht an bestimmten Stellen, dann verändert sich dieses Gerät. Es wird zum Werkzeug des Lernens. Und das ist aus meiner Sicht das Spannende dieses Hosentaschenpotenzials. Nicht, dass die Geräte mitbringen und die Schule nutzt das jetzt aus. Nein, dass mit den Geräten gelernt wird, mit die Schüler tatsächlich andauernd zur Verfügung haben. Und das ist das Faszinierende aus meiner Sicht. Und da kommen eben die verschiedenen Zahnräder zusammen und da geht auch der Sand aus dem Getriebe. Das Publikum hatte auch Möglichkeit, am Ende Fragen zu stellen. Da ist also hier eine Frage, die andeutet, dass viele, die sich selbstständig machen wollen in diesem Bereich, Angst vor sozialem Abstieg haben. Und da kam ein Vergleich, der zitiert wurde von jemandem, der, wenn er Unternehmer oder ein Start-up gründen will, aus dem Flugzeug springt und auf dem Weg nach unten sich daran macht, den Fallschirm zu entwickeln, der ihm dann noch rechtzeitig vor der harten Landung bewahrt. Lehramt. Das ist eine. Man muss auch sehen, Gründen ist auch einfach nicht mehr so einfach. Es gibt einfach nicht mehr so leichten Gründerzuschuss, wenn man sich selbstständig machen möchte. Und ja, und ich glaube einfach, Leute haben massiv Angst in den letzten Jahren bekommen vor sozialem Abstieg, wenn es nämlich nicht klappt mit dem Gründen. Und den Optimismus, den es vielleicht Anfang der 2000er noch gab, der hat zumindest in dem Kreis, die mit mir damals dann studiert haben und auch danach fertig gemacht haben, einfach deutlich abgenommen. Das kennen Sie vielleicht, der gesagt hat, also ein Unternehmen zu gründen, ist so ähnlich wie aus dem Flugzeug zu springen und auf dem Weg nach unten den Fallschirm zu bauen. So ähnlich ist es tatsächlich auch. Und das soll jetzt nicht irgendwie das lächerlich machen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber dieses sich in ein Umfeld zu begeben und während man unterwegs ist, dann auch die Fähigkeiten zu erlernen, die es braucht, den Markt zu verstehen, all das dann zu adaptieren, ist zumindest in dem Bereich der digitalen Welt, in dem ich auch unterwegs bin, notwendige Voraussetzung, weil das wird letztlich kaum gelehrt, sondern das erleben Sie eben dadurch, dass Sie das permanent tun. So viel zu diesen Mitschnitten. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich das an, das lohnt sich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.